Und willkommen zurück zum FIFA 17 Karrieremodus mit dem SV Sandhausen. Und damit willkommen und euch erstmal einen oder ein wundervolles und gesegnetes Weihnachtsfest im Zeichen eurer Familie oder in Kreisen eurer Familie und eurer Bekannten. Dass ihr hofft, oder ich hoffe, dass ihr sie in dieser Zeit, wo ihr sie nicht sehen konntet, heute, jetzt um die Weihnachtstage sehen könnt. Macht euch schöne Tage, genießt die Zeit. Und ja, wenn ihr da mal Zeit habt, hoffe ich, dass ich euch die Zeit noch ein bisschen mit diesem Part versüßen kann. Und zwar steht heute der DFB-Pokal an, die zweite Runde gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und damit gehen wir rein. In dieser Partie. Wie in Weiß, Lautern in Rot. Und wir werden heute mal ein bisschen rotieren. Fischer kommt für Knaller ins Tor. Und Tonariga kommt mal für Kista rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie. Mit zwei Umstellungen. Parallel laufen heute Frankfurt gegen Bremen, Hamburg gegen Mainz und Dortmund in Stuttgart. In dieser Und damit willkommen im Stadion am Hartwald. Sandhausen gegen Kaiserslautern. Und damit willkommen. Im DFB-Pokal hier gegen Kaiserslautern. Dieser wichtigen Partie. Unsere Aufstellung kennen wir ja mit Fischer im Tor, dann Tonarski, Gordon, Tonariga, Paccarat in der Viererkette, Matras 6, Linsmeier und Dorsch auf der 8, Piotrowski 10 und Süle, Basel und Hülle am Stuhl. Im üblichen 4-4-2 mit der engen Raute. Und die Gäste aus Kaiserslautern. Die ADFC kam mit Weiß und Wehne, Heuber, Ziegler, Wutschuhe, Liga aus, Halfa, Moritz und Zuha und Osawe in einem 5-2-3. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein. Der FCK stößt an in Schwarz von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Auf geht's. Ziegler, Halfa, Gauss, Wehner, Balverlust, Dorsch, Piotrowski, Hüller, Paccarada, Hüller, die noch weiter, die ist guter Phase, der kommt aber nicht ran, weil Halfa dazwischen ist. Gauss für den FCK auf Anjay. Sua, Uta Balda, Christopher Moritz, gut dazwischen von Tonariga, Eckball, Kaiserslautern. Nach 6 Minuten. Duraski kommt in die mit Eckball, kommt, Fischer ist da. Uta Balda, dass du im Keyboard den ersten Ball abfangen kann. Stolarski. Linsmeier. Jutrowski,
Sutamaru auf Linzmeier. Linzmeiers Flanke kommt, der Kopfball Höhler kommt nicht ran. Weil die Flanke zu nah an dem Wetterraum gespielt ist. Und dazwischen Gordon bleibt doch noch dran gegen Sua, kann sich nicht behaupten. Doch mit Stolarski, der Bole auf Linzmeier. Und dann kommt da in der Mitte Linzmeier, glaube ich, was. Petrovski ist nicht mehr ran. Moritz. Osave. Ablage nach außen. AJ Kuntoneriger blockt. Wichtig, die Hereingabe. Eckball. Würde in der ersten Hälfte Kaiserslautern. Die jetzt schon nach einer guten Viertelstunde deutlich besser in die Partie finden. Eckball von Halfa, der kann das. Hier ist gefällt auf den Mittelpunkt. Geklärt. Halfa, zweiter Ball. Gordon ist da. Macht Pakarada klärt. Mit Piotrowski. Der führt zu guter Pasu. Der will ihn weiterspielen mit Pakarada. Pakarada ins Zentrum. Piotrowski nochmal der Ball. Das ist gut gespielt. Piotrowski mit dem Abschluss und dem Tor. Für den SV Sandhausen 1-0. Aber abseits. Abseits. Von Lukas Höhler gepfiffen. Im Moment der Ballabgabe. Hier soll Höhler. Oh, also das, also. Ich weiß nicht. Aber da wirklich im Abseits stand. Aber immerhin mal wieder eine erste starke Offensivaktion der Sandhäuser hier zu Hause. Die also zeigt, dass Lautern sich auch hinten aufpassen muss vor dem SV Estorsch. Zu guter Pasu. Linzmeier. Stolarski, die Flanke. Ne. Wir holen den Einwurf. Parkerada. Dorsch. Linzmeier. Stolarski. Meier klärt zum Einwurf. Piotrowski. Linzmeier. Adjani setzt sich da gut durch gegen Linzmeier. Das ist zu einfach. Halfer. Halfer. Boah, Fischer. Gute Parade. Eckball kommt, geklärt. Aber das ist nicht gut genug. Das ist nicht gut. Höhler. Starker Ball auf Dorsch. Dorsch, hat er das Tempo? Er hat das Tempo nicht, beziehungsweise kann den Ball gegen Ziegler nicht behaupten, legt sich den Ball zu weit vor. Ziegler. Moritz. Gut draufgeschoben, aber wir kommen nicht an den Ball. Halfer. Zu guter Pasu. Piotrowski, oh, will wieder zu guter Pasu spielen. Adjani. Und dazwischen Gauss. Vene. Vene. Gut dazwischen. Tuneria erklärt, wichtig. Aber nur auf Ziegler. Vene. Und gut dazwischen. Einwurf Lautern. Gut dazwischen. Und wir kriegen den erst von den FCK gesprochen. Wir kriegen den Ball aber nicht geklärt. Vene. Pakarada. Tonariga. Linzmeier. Gut gemacht. Stolarski.
zu guter Pasu braucht dann doch zu lange gegen Wuchu. Kann sich nicht entscheiden, wie er den Ball dicht machen will. Wuchu, super guter Ball. Anschi, die Flanke kommt, die ist. Wir kriegen den Ball geklärt. Doch nicht. Fischer ist da. Wichtig. Was für eine starke Parade vom jungen Schlussmann. Mittlerweile ist gleich die erste Halbzeit rum. Keine weiteren Offensivaktionen des SV Sandhausen. Höhler. Dorsch. Paccarada. Höhler. Abgeblockt. Gut dazwischen. Zu guter Pasu. Tor! Nein, Außennetz. Guter Abschluss von so guter Pasu, der den Ball leider den Außennetz oder dass er nur das Außennetz trifft. Weiß mit dem langen Ball. Kommt Gordon mit dem Kopfball. Und dann ist hier Pause und es steht 0 zu 0 zwischen Sassel, Lautern und dem SV Sandhausen. Hier Ingolstadt spielt schon in der Verlängerung gegen Schalke. Überraschend Bremen führt 2-0 in Frankfurt, Hamburg 0-1 in Mainz, Stuttgart gegen Dortmund 1-1 zu Pause. Und damit gehen wir rein in den zweiten Durchgang. Hier gegen den ersten aus Lautern. Matras. Matras. Wieder ins Zentrum. Hier und Riedrowski. Höhler. Dorsch. Paccarada. Dorsch. So guter Pasu. Lukas Höhler setzt sich durch. Lukas Höhler gegen drei abgefälscht. Der Abschluss zum 1 zu 0. Eckball. Linzmeier, Flanke kommt, geklärt. Gut dazwischen, doch nicht. Gauss. Dorsch ist dazwischen. Fischer. Paccarada, Höhler, Linzmeier, so guter Pasu mit Stalorski und da kriegen wir den Ball. Stolarski wieder mit zurückgelegt auf Matasch, der für Piotrowski, Höhler, Höhler, abgelegt, so guter Pasu abgeblockt. Ein G. Ein G setzt sich durch. Gut dazwischen. Und durch mit dem nächsten Ball. Zu guter Pasu. Höhler. Durchgesteckt. Piotrowski. Piotrowski macht das stark. Und wird gelegt. Und bekommt keinen Pfiff vom Schiedsrichter gespannt. Stattdessen der lautere Konter. Über Halver. 2 gegen 2. 3 gegen 2 jetzt. Gut dazwischen. Trowski. Einundsechzigste Minute. Linzmeier. So guter Pasu. Höhler. Oh. Und weiter geht's. Fischer. Paccarada. Spielaufbau mit Piotrowski. Mit Dingens. Dorsch. Wieder Paccarada. Dorsch.
Höller, Linzmeier, Stolarski. Piotrowski, guter Ball dann. Höhner. Höhner. Baccarada. Boah, ich kann den Ball nicht verarbeiten. Da dazwischen. So guter Pass, das ist gut durchgesetzt. Piotrowski, der kann sich wieder gegen Vucu nicht behaupten. Und jetzt gibt es Freistoß für uns. Die 72 Minuten sind rum. Wir werden wechseln. Piotrowski, der ein starkes Spiel macht, der viel versucht, aber heute dann doch nicht ganz zielführend ist. Wird rausgehen. Vollmann wird kommen. Der junge Meffert kommt auch auf seine Einsatzzeit natürlich für Dorsch. Für die Zentrale. Jetzt gibt es Freistoß für uns und den Doppelwechsel beim SV. Sandhausen, Linzmeier mit der Freistoßflanke, die fällt aber nur einem Lauterer vor den Fuß. Und Ziegler klärt mit dem Ball lang. Scholarski dann wieder auf Paccarada und der nächste Sandhäuser-Angriff über Linzmeier, über Paccarada wird aufgezogen. Höhler nochmal zurück, Meffert, Matras, nee. Der FCK wartet im Prinzip nur auf diesen einen Konter, den er wahrscheinlich bekommen wird, wenn es so weitergeht. Mann, eingewechselt. Höhler. Höhler. Gute Körper reingestellt. Gute Flanke. Der Kopfball Vollmann Tor. Und jetzt zählt's. 1 zu 0, 79. Minute. Corbinian Vollmann. Mit dem 1 zu 0 der Joker sticht. Für den SV Sandhausen. Sein erstes Pokaltor. 11 Minuten noch zu gehen gegen den FC Kaiserslautern, die jetzt natürlich alles nach vorne setzen müssen. Und wir natürlich jetzt die Chance haben hier zum Kontern, aber so nicht. So nicht. Und jetzt die Kontaktchance zu den ersten FCK. Wir sind aber dazwischen. Wichtig. Und dann geht das Spiel sogar weiter. Kein Foul gepfiffen. Jetzt geht es im Mittelfeld hin und her, weil jetzt beide Mannschaften ihre Möglichkeiten zum Konter suchen. Wir zur Entscheidung. Die Lauterer zum Ausgleich. Das war jetzt stark gespielt. Das ist Osawa 1-1. 85. Minute. Osawe mit dem Ausgleich in der 85. Minute. Linzmeier. Meffert. Paccarada. Gibt Einwurf für uns gepfiffen. Paccarada beim Einwurf. Meffert. Paccaradas Flanke. Zu guter Passu. Weiß. Der Kopfball. Deswegen kriegt Weiß auch noch raus. Das gibt's dir nicht. Und Wutschuhe klärt. Nee, Freistoß.
weit jetzt hinter sich, auch noch die Zeit, ein bisschen da drum zu tricksen. Das gibt's doch gar nicht. Aus. Und der Ball ist abgelehnt. Und dann steht es 1-1 davor und wir gehen in die Nachspielzeit, in die Verlängerung. Ingolstadt 1-1 gegen Schalke, Bremen gewinnt 3-1 in Frankfurt, Mainz gewinnt 2-1 in Hamburg und Dortmund gewinnt 2-1 in Stuttgart. Und damit gehen wir rein in die Verlängerung hier nach Sandhausen. Lautra wechseln. Mucha raus. Er kommt für Mbene. So rum. Und Lautra stoßen an. Das ist Gauss. Deckt das Ding ab. Guter Pasu ist dazwischen. Vollmann. Mit Meffert. Pacarada. Meffert. Linzmeier. Vollmann. Höhler, Meffert, Meffert, Weiß, Abschluss zu schwach, aber ein guter Ansatz in dieser Verlängerung hier gleich von Anfang an Gas zu geben. Aber der FCK kommt über auf Save und das sind die Geschwindigkeitsvorteile, das ist Ziegler. Ganz, ganz tief durchpusten für den SVS. Stolarski will die Körper nochmal rein. Matras. Meffert. Linzmeier. Stolarski. Linzmeier. Der Ball nicht schlecht, aber Vollmann kommt nicht ran. Zu guter Pass, drauf zu schieben, kommt aber auch nicht ran. Koch. Wutschuhe für den FCK. Lässt Stolarski einfach aussteigen. Mit der Hacke. Lautern fängt jetzt das Zaubern an. Moritz. Archi, starker Ball. Osaves Flanke. Diesmal ist Tonariga zur Stelle. Zu guter Pasu. Corbinian Vollmann. Der hat schon einmal getroffen. Vollmann macht das. Nein. Wird geklärt. Koch. Archi. Linzmeier klärt zum Einwurf. Angie. Gut dazwischen Linzmeier. Und der Ball ist lang. Sua. Und Ziegler verlässt das Riesending liegen. Dann gehen wir in die Pause der Verlängerung. Ingolstadt immer noch 1-1 gegen Schalke parallel. Alle anderen Spiele sind bereits durch. Und wir gehen jetzt rein. In diesen Durchgang. Schäfer kommt für Seguta Pasu. Und Linzmeier für... Wir haben keinen weiteren Wechsel mehr, leider. Und wir gehen rein. Letzter Wechsel bei uns. Und jetzt gehen wir rein in diese Partie. Linzmeier. Stolarski. Koch, Mucha. Langer Ball. Absen.
Donaski. Oder zwischen Höhle. Guter Zwischenhöhle gewinnt den Ball. Guter Ball. Achim Schäfer macht das stark. Schäfer abgeblockt. Gibt den Eckball für den SV Sandhausen. Eckball Vollmann, der ist nicht schlecht. Und dann ist es fast das Eigentor, was der FCK hier produziert. 113 Minuten sind auf der Uhr gespielt. Tonerriga, nochmal Matras. Meffert. Meffert setzt sich durch. Meffert. Flanke ist nicht schlecht. Der Kopfball von Schäfer, glaube ich, war es, der den Ball nicht mehr Richtung Tor bekommt. Gibt aber nochmal Eckball für den SVS. Die Ecke wird Linzmeier in den 16-Meter-Raum hineintragen. Der ist nicht so schlecht. Kopfballmöglichkeit, aber gibt nochmal den zweiten Versuch. 117. Minute. Eckball. Gibt die kurze Variante diesmal mit Vollmann mit der Hacke zurück. Und dann ist Tonariga da und der weiß nicht wohin. Und jetzt der Konter für den FC Kaiserslautern. Genau das sollte nicht passieren. Tiede. Tiede, die Flanke der Ex-Sandhäuser. Da hinten ist keiner. Bei Adjani und der ist zum Glück kein Stürmer. Puh, richtig, noch einmal durchpusten hier. Fischers langer Ball. Letzter Ball wahrscheinlich im Spiel. Geht noch was. Nachspielzeit. 2 Minuten. Nochmal Vollmann. Vollnei Flanke. Da ist der Schäfer und der muss ihn reinmachen. Was ist das, Schäfer? Den muss er reinmachen. So frei. Der Aufsetzer und der steht hier neben den Kasten. Den muss er reinmachen. Und dann ist hier Schluss. Und dann gehen wir hier tatsächlich ins Elfmeterschießen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Höhler, Kvollmann, Meffert, Schulanski, Gordon. Mit den Elfmeter. Ich würde den jungen Schäfer als fünften Schützen mit reinnehmen. Und dann gehen wir rein mit allen Schützen. Auf geht's. Erster Schütze für uns, Lukas Höhler. Lukas Höhler verwandelt. Ousave mit dem Elfmeter. Ousave in die Mitte getroffen. Vollmann. Vollmann, auch der verwandelt eiskalt. 2-1 Sandhausen. Weiß gegen Moritz. Pardon, Fischer. Gegen Moritz. Fischer gegen Moritz. Fischer hat ihn und ist dran und kriegt ihn nicht rausgewischt. Verdammt. Meffert. Gegen Weiß. Fahrt verwandelt ebenfalls. 3-2 Sandhausen. Alles im Lot. Gauss gegen Fischer. Fischer. Er hat es wieder dran und kann ihn wieder nicht parieren. Das gibt's doch gar nicht. Stolarski. Stopp. Larski verschießt diesen Elfmeter. Das ist Tiede gegen Fischer. Und der geht rein. Damit müssen wir jetzt treffen. Es ist der junge Fisch, Schäfer, der jetzt
diesen Elfmeter verwandeln muss. Fischer, Schäfer verwandelt. Wie komme ich auf Fischer? Fischer ist der andere junge Mann, der noch in der Jugendakademie wartet. Schäfer trifft. Jetzt Fischer im Kasten gegen Sua. Fischer gegen Sua. Fischer hat ihn. Es geht weiter. Das gibt's doch gar nicht. Linzmeier. Linzmeier trifft. 5-4 Sandhausen im Elfmeterschießen. Mucha gegen Fischer. Fischer kann zum Helden werden. Mucha verschießt. Mit 5-4 im Elfmeterschießen. Und steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Ein ganz wichtiger Sieg hier zu Hause im DFB-Pokal gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ist das stark. Nach Elfmeterschießen setzen wir uns durch. Ingolstadt gegen Schalke ging es auch ins Elfmeterschießen. In der zweiten Runde. Damit schauen wir mal schnell in die Begegnung des DFB-Pokals in die Runde. Zweite Runde. Es sind noch gar nicht alles ausgespielt, aber wir gehen rein. Die Bayern verlieren in Köln 2-1. Gladbach schlägt Braunschweig 4-1. Schalke verliert nach 5-4 Meterschießen gegen Ingolstadt. Frankfurt 4-1 in Bremen, wie gesehen. Mainz gewinnt 2-1 gegen Hamburg. Hertha gegen Dresden zu Hause. Wir schlagen Lautern mit 4-4 Meterschießen. Dortmund gewinnt 2-1 in Stuttgart. Also die große Überraschung bislang, dass die Bayern raus sind. Dann werden wir jetzt mal bis zum Freitag vorangehen. Hallo. Oder bis Samstag. Und dann werden wir jetzt auf die Begegnungen schauen, die uns im DFB-Pokal erwarten. In die dritte Runde. Auf geht's. Leverkusen gegen Nürnberg. Augsburg empfängt Freiburg. Darmstadt muss nach Mainz. Düsseldorf gegen Leipzig. Köln gegen Bielefeld. Bremen gegen Ingolstadt. Hertha muss nach Dortmund. Und wir empfangen Borussia Mönchengladbach. Also ein nächstes schweres Los im DFB-Pokal. Und an dieser Stelle beende ich den Part, sag danke fürs Zuschauen, hoffe, er hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Part mit dem 11. Spieltag gegen den Karlsruher Sportclub. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao!